ist es sinnvoll, das Wort Nazi-Hintergrund zu verwenden? Ich denke schon. Und ich möchte gerne hier drei Varianten anspielen, wie wir diesen Begriff sinnvoll verwenden können. Der erste ist durchaus als Reflex auf den Begriff Migrationshintergrund, indem wir quasi der gleichen Definition folgen. Wenn also, wie es landläufig verstanden wird, jemand einen Migrationshintergrund hat, wenn zumindest ein Elternteil nicht in Deutschland geboren ist, dann könnte man umgekehrt jetzt sagen, es hat einen Nazi-Hintergrund, wenn zumindest ein Elternteil Bestandteil der NS-Gesellschaft war. Tatsächlich ist es ja so, dass genauso wie ein Viertel in Deutschland einen sogenannten Migrationshintergrund hat, etwa ein Viertel der Gesellschaft in dem Alter ist, in dem auch ich bin, nämlich wo die eigenen Eltern noch die Zeit des Nationalsozialismus erlebt haben. Und sie haben sie natürlich nicht erlebt, indem man vor dem Fernseher sitzen etwas erlebt, sondern sie waren aktiver oder passiver Bestandteil dieser Gesellschaft, sofern sie nicht Verfolgte waren, geflüchtet sind oder im Widerstand waren. Und wie wir wissen, ist natürlich der Großteil derer, die heute als Eingesessene in Deutschland leben, die sind nicht die Nachkommen von Verfolgten, obschon sie sich das oft auf die eigene Familiengeschichte bezogen einbilden. Meine eigenen Eltern waren etwa 24, 25, als der Nationalsozialismus besiegt wurde. Das heißt, sie haben ihre prägende Jugend und heranwachsende Zeit im Nationalsozialismus verbracht. Sie waren Mitläufer, mein Vater womöglich etwas mehr, und sie haben darüber bis zu ihrem Tod beide nicht sprechen wollen. Das heißt zugleich, dass Leute meiner Generation sind auch in der künstlichen Homogenität der Nachkriegszeit aufgewachsen. Und ich selber habe auch eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass das tatsächlich die Art und Weise, wie zum Beispiel meine eigene Schulklasse aussah, dass es eine künstliche Homogenität war. Denn der Nationalsozialismus hat ja durchaus im Inneren der Gesellschaft gesiegt in der Form, dass eben halt jegliche Diversität, die es schon einmal gegeben hat, zunichte gemacht wurde. So, das ist also die erste Variante. Die zweite Variante wäre dann, dass wir eigentlich den Begriff Nazi-Hintergrund auf alle Alteingesessenen in Deutschland verwenden. Ich sprach eben schon an, dass sich kurioserweise, traurigerweise, viele heute einbilden. Ich glaube, jede zweite Deutsche denkt, die eigenen Vorfahren seien Opfer gewesen oder hätten ganz bestimmt Juden helfen wollen. Das ist natürlich ein groteskes Missverstehen der eigenen Familiengeschichte. Und ich denke, solange man sich nicht mit der eigenen Familiengeschichte tatsächlich auseinandersetzt, bleibt man auch unter dem Schatten dieses Nazi-Hintergrundes stehen. Das war die zweite Variante. Die dritte Variante, die ich sinnvoll finde, ist wiederum den Begriff Nazi-Hintergrund auf Deutschland als Ganzes, auf die heutige diverse Einwanderungsgesellschaft anzuwenden, nämlich diesbezüglich, dass wir natürlich auch in der nun glücklicherweise wieder entstandenen oder neu entstandenen Vielfalt weiterhin immer in der Verantwortung stehen werden für den geschichtlichen Nazi-Hintergrund. Und dass natürlich auch alle, die zugezogen sind, in einer gewissen Weise, über die sie selber entscheiden müssen, Teil dieses großen Verantwortungsspektrums sein sollten. Und ich finde es deshalb sehr sinnvoll, dass mit der Intervention Nazi-Hintergrund ein Begriff in die Debatte geworfen ist, der Wellen schlägt, der natürlich von vielen auch abgelehnt wird, ein bisschen vielleicht vergleichbar mit dem Begriff Weißsein. Das will man plötzlich nicht sein, man ist ja ganz individuell. Und gerade deshalb finde ich es sinnvoll, dass dieser Begriff mal eine Weile zumindest verwandt wird, um eben einiges an Selbsttäuschungen und an kollektiven Lügen, an kollektivem weiteren Beschweigen aufzubrechen.